Der Nemesis im Gemüsegarten. Man läuft sorglos durch den Garten und freut sich auf das Wachstum der Pflanzen und der baldigen Ernte. Plötzlich bemerkt man, dass die Blätter von einigen Obstbäumen oder auch Salatpflanzen ziemlich schlapp ausschauen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Pflanzen nur etwas Wasser bräuchten. Geht man etwas genauer hin und schaut dann wirklich in Detail hin, dann kann man auch feststellen, dass man an Pflanzen oder auch an dem Baum leicht am Stamm rütteln kann und bemerkt, dass man sie ganz einfach rausziehen kann und die Wurzeln komplett weg sind. Und darunter sieht man den Gang der Wühlmaus. Vor allem bei Obstbäumen finde ich das sehr ärgerlich. Man gibt ja gutes Geld bei den Baumschulen aus und mir ist schon zweimal passiert, dass meine chinesische Dattelpalme angeknabbert worden ist, auch einmal der Granatapfel, auch ein Baum zweimal angenagt worden ist. Einen Maulbeerbaum habe ich auch schon mal eine Wühlmaus verloren oder Dutzende Salatpflanzen und auch Karotten. Wir wollen ja nicht für diese Nager unseren Gemüsegarten anlegen. Also, was können wir jetzt effektiv gegen Wühlmäuse machen? Und ich gebe dir einige Tipps und auch Lösungen mit an die Hand, wie ich zum Beispiel auch das Problem in den Griff bekommen habe. Ohne dabei Chemie einzusetzen oder dass ich sie töten muss. Aber zuvor erstmal die Frage an uns selbst. Was lieben denn Wühlmäuse? Also sie mögen besonders gern Wurzelgemüse, beispielsweise Karotten, Pastinake, rote Beete oder Topinambur. Vor allem die Topinambur lieben sie richtig gerne und hier können wir auch schon mal den ersten Schritt bei uns in der Planung setzen. Und zwar können wir hier bewusste Ablenkungspflanzen für die Wühlmäuse setzen. Beispielsweise können wir Topinambur, weil er auch sehr stark wuchert und auch selbst bei einer kleinsten Knolle ja immer wieder neu austreibt, irgendwo in der Ecke reinsetzen, fernab von unseren eigentlichen Gemüsebeeten, wo wir zum Beispiel Karotten, Pastinaken oder rote Beete anbauen. Diese Ablenkung können wir nutzen, um uns Zeit zu verschaffen, um andere abschreckende oder abwehrende Maßnahmen bei uns im Garten zu integrieren. Zur Sicherheit, wenn wir Obstbäume pflanzen oder auch ein Hochbeet bauen, sollten wir darunter ein Wühlmausgitter zum Beispiel legen. Einfach eine Barriere, wo die Wühlmaus nicht ganz so einfach an die Wurzeln von unten heran rankommt. Wir können auch Ultraschallgeräte nutzen, um halt hier mit hochfrequenten Geräuschen die Wühlmaus zum Abschrecken bringen. Eine andere Methode, die mit Schall arbeitet, die durch den Wind erzeugt wird, ist die Flaschenmethode. Hier gräbt man bis zur Hälfte eine Glas- oder eine Plastikflasche ein in die Nähe des Wühlmauslaufs oder direkt auch in das Loch der Wühlmaus. Du kannst auch Lebendfallen nutzen, um die Wühlmaus einzufangen und sie an einer anderen Stelle in der Wildnis auszusetzen. Viel Erfahrung habe ich jetzt mit solchen Sachen nicht gemacht. Mein Vater hat es mal probiert, Mäuse einzufangen mit einer Falle, blieb allerdings erfolglos, weil er hier auch keinen Köder genutzt hat. Als ob eine Maus auch freiwillig da einfach in die Falle reinläuft. Vor tötenden Fallen würde ich abraten, einfach aus dem Grund, was meinem Nachbarn vom Schrebergarten passiert ist. Er hatte auch ein großes Problem mit den Wühlmäusen, der hat da kleine Weihnachtsbäume und die haben halt dann immer wieder die Wühlmäuse einzelne Weihnachtsbäume kaputt gemacht und da hat er mal die Schnauze voll gehabt. Hat er auch hier eine tötende Falle ins Eingang von dem Wühlmausgang gesetzt und was war dann am Ende der Geschichte? Er hat dann letztlich den Mäusebussard getötet, der dann am Eingang des Wühlmauslaufs dann gelegen hat. Du kannst auch mit Gerüchen arbeiten, beispielsweise kannst du Knoblauch einfach vorne an den Wühlmausgang legen oder auch eventuell gleich pflanzen, da komme ich später noch dazu. Du kannst auch Zwiebeln nutzen, du kannst auch Essig nutzen oder du kannst auch zum Beispiel Ingwer, Kurkuma, Zimt, Curry oder sonstige scharfe Gewürze mitnutzen. Es wird auch Alkohol, Pfefferminzöl, Lavendelöl oder auch Cheyennepfeffer gerne genutzt. Eine stark riechende Jauche oder den eigenen Urin kannst du auch als Barriere um deine Pflanzen rumstellen, eventuell in einem kleinen Gefäß oder auch direkt zu einem Gang der Wühlmaus stellen. Interessant ist es auch, dass die Wühlmaus einen bunten Teller nicht mag. Das heißt, je mehr Pflanzen an einer Stelle sind, desto weniger Interesse hat die Wühlmaus, dort ihr Futter zu suchen. Von daher geht auch hier wieder die Devise, was ich halt sehr oft in meinen Videos auch sage, Mischkultur. Nehmen wir das Beispiel der Obstbäume, da macht man auch sehr gerne eine Baumscheibe. Was habe ich zum Beispiel gemacht? Ich habe dort Oregano gepflanzt, Knoblauch gesetzt, man kann da noch Klee reinsetzen, weitere Blüten, Tagetes, Ringelblumen, Zwiebeln. Du kannst halt einfach im Allgemeinen sehr viele mehrjährige Kräuter, Stauden, Blütenzwiebel auch einfach in die Nähe rumsetzen, einfach die Vielfalt erhöhen, damit du halt einen bunten Teller hast. Zusätzlich holst du das meiste aus deiner kleinen Fläche raus, erhöhst auch damit die Artenvielfalt und sorgst für ein natürliches Gleichgewicht, dass er zum Beispiel andere Schädlinge wie Läuse oder andere Tierchen nicht so stark überhand nehmen und deine Pflanzen kaputt machen.
Das waren jetzt mehr oder weniger die kurzfristigen Lösungen, wenn eine Wühlmaus bereits bei uns im Gemüsegarten ist und wir noch keine Nützlinge haben. Langfristig gesehen ist es immer wichtig, Platz für Nützlinge zu schaffen und diese anzusiedeln. Man kann es halt einerseits machen mit Nutztieren, wie beispielsweise eine Hauskatze bei sich herholen, damit sie halt zum Beispiel das Problem löst, oder auch beispielsweise den gefürchteten Jäger der Nacht, eine Eule. Hier kann man zum Beispiel Nistkästen aufhängen, die müssen aber relativ weit oben aufgehangen werden, ungefähr 4 bis 6 Meter an der Höhe. Oder man lässt halt auch etwas ältere Bäume einfach stehen, die man vielleicht sowieso hätte weggemacht. Weitere hilfreiche Raubvögel ist der Falke, der Bussard oder der Habicht. Auch hier hilft es, größere und ältere Bäume stehen zu lassen, Sträucher oder auch einen etwas höheren Pfosten, damit die halt hier einen Platz haben, wo sie halt ihre Beute zum Beispiel auch besser sehen können und dann auch fressen. Wie gesagt, bei den Raubvögeln würde ich auf sämtliches Gift oder auch Pestizide verzichten, weil wenn die das einmal merken, dass da irgendwas vergiftet ist oder sowas, dann werden sie auch eure Stellen meiden. Füchse, Wiesel und Marder können auch ihren Beitrag leisten, um halt Mäuse zu jagen. Hier ist wieder wichtig, einen etwas verwilderten Garten zu haben, eventuell eine Wildblumenwiese oder eine verwilderte Stelle, wo das Gras auch etwas höher wachsen kann. Steinhaufen, Totholzhecken auch hier wieder mit ansiedeln. Das hilft auch, zusätzlich noch Reptilien anzusiedeln, beispielsweise Schlangen. Gibt da hier einige Schlangenarten, die auch Mäuse fressen. Und hier muss man einfach schauen, Mischbiom, sage ich mal, Stelle, wo sie sich aufwärmen können. Da hilft zum Beispiel ein Steinhaufen, wo sie halt hier die Wärme abbekommen. Oder eventuell an der Terrasse irgendwo Sand mit ausgelegt, wo sie sich halt wohlfühlen. Und halt Orte, wo sie sich zurückziehen können und abkühlen zu können. Beispielsweise in Sträucher, in Hecken oder auch in Totholzhecken. Und zum Schluss, aufregen bringt dich nur früher ins Grab. Möchte dieser junge Knirps mir was vom Leben erzählen? Nee, möchte ich nicht. Ich spreche nur aus eigener Erfahrung. Ich habe mich schon sehr oft über Wühlmäuse aufgeregt und ich weiß, wie kräftezehrend das auch sein kann. Allerdings sehe ich auch in sehr vielen Facebook-Gruppen, in Social Media und allgemeinen Gartenforen, wie sehr sich die Leute da auch aufregen, wie stark sie dann auch in die Persönlichkeit und dann in den Kampf reingehen und dann auch wirklich große Geschütze damit auffahren mit Gift und alles Mögliche, weil das Gift natürlich auch wieder ein Schaden an uns selbst ist. Außerdem lenkt uns diese Wut und auch der Stress von einer möglichen Lösung ab und wir möchten ja nachhaltige Lösungen schaffen, damit wir uns ja nicht mehr aufregen. Und die meisten von euch tun ja eh nur hobbymäßig im Garten Gemüse anbauen. Ich mache das jetzt hier, sage ich mal, beruflich, verkaufe auch meine Sachen und es ist halt sehr ärgerlich, wenn halt die Wühlmaus da Pflanzen kaputt macht. Aber trotz alledem bleibe ich noch sehr ruhig, obwohl ich auch davon leben möchte. Und ich beobachte einfach, was kann ich denn tun, wie reagiert die Wühlmaus, wenn ich eine bestimmte Lösung ansetze. Und ich hoffe, dieses Video kann einen Beitrag dazu leisten, dass du halt dein Wühlmausproblem Herr wirst und dich nicht mehr darüber aufregen musst und hier unnötig Stress für deinen Körper verursacht. Wir wissen alle, Stress ist Gift. Gerne kannst du mir das mit deinem Daumen nach oben zeigen. Schreib auch gerne unten in die Kommentare, wenn du noch weitere Lösungsvorschläge hast, wie man eine Wühlmaus effektiv im Garten beseitigen bzw. bekämpfen kann. Gerne kannst du auch dieses Video Freunden, Bekannten und Familien auch teilen, damit sie sich auch nicht unnötig aufregen und dir auch noch vielleicht das Leben damit versauen. Noch an der Seite 2 weitere spannende Videos, die dir helfen können, etwas in deiner Gesundheit zu verbessern oder auch in deinem Garten effektiver Gemüse anzubauen. In diesem Sinne freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.